Wir sind heute hier beim Beach Run am Rhein-Energiestadion und laufen, was das Zeug hält. Letztes Jahr bin ich einfach nur mitgelaufen, weil ich letztes Jahr angefangen habe und Kollegen kennenlernen wollte. Und dieses Jahr möchte ich eigentlich schon gerne meine Zeit vom letzten Jahr wenigstens ein bisschen toppen. Die meisten von uns, die haben ja früher auch in Knapsack gearbeitet. Und dann ist es natürlich auch sehr spannend, hier auch mal die alten Kollegen zu treffen. In ganz entspannten und anderen Atmosphäre, wie es auf der Arbeit vielleicht auch stattfindet. Und das ist mit ein Anreiz auf jeden Fall. Die sportliche Ambition ist, glaube ich, jedem selber überlassen. Also es geht eigentlich eher darum, zusammenzukommen, vielleicht auch mit Kollegen, die man im Alltag vielleicht nicht so oft sieht, einfach mit denen mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Und wer Lust hat, Knallgas zu geben, der soll sich aber auch frei fühlen. Klar, wenn dann der Startschuss gefallen ist, dann geht es auch nur noch um die Zeit. Aber nicht bei mir. Sportlich eine Herausforderung, weil viele Hindernisse auf der Strecke sind, aber da muss man halt dran vorbei, drüber hinweg irgendwie. Was grandios ist, halt der Einlauf dann ins Stadion, man kriegt irgendwie so ein bisschen Tunnelblick, geile Musik dazu. Man kommt da durch und ist dann befreit und sagt, ja, das Quälen hat sich gelohnt. Man motiviert sich noch, Kollegen stehen am Rand, klatschen, jubeln einem zu, ist ein cooles Gefühl. Ich bin Erster bei der Infrasurf geworden, natürlich leider nicht Erster insgesamt, aber mit einer guten Zeit und einem schönen Lauf. Also ich bin echt glücklich jetzt darüber, über die Zeit. Ist das erste Mal gelaufen dieses Jahr, aber ne, mit Teamwork. Auf jeden Fall, also ich bin sowieso ausdauersportlich gar nicht so meins, aber dank ihm habe ich das auch zu Ende geschafft. Yeah. Wir waren nur Mädels, wir haben auch versucht zusammen zu bleiben. Es war furchtbar anstrengend, am besten fand ich die Musik am Streckenrand. Also danke an die Helfer, es hat echt Spaß gemacht. Super Team, super Leute, Unterstützung. Ohne den wäre ich auf der Hälfte sowieso hängen geblieben. Super, auf jeden Fall, nächstes Jahr wieder.